kein Russisch. Nicht vergessen, kein Russisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Modern Warfare 2. Wir sind jetzt hier in diesem Level und ja, ich denke, den kennen alle. Denn was die hier machen, unsere Freunde, das war doch eine ziemliche Kontroverse, die damals ausgelöst wurde, als das Spiel erschienen ist. Denn sowas gab es vorher noch nie. Also wir sind erstmal undercover hier bei Makarov, dem Terroristen, um den es geht im Spiel, den wir sollen wir schnappen. Der beerdigt quasi den Sakajew, der will den Dritten Weltkrieg ansetzen, was Sakajew nicht gelungen ist, will Makarov machen. Und wir sind eingeschleust. Keine Ahnung, ist irgendjemand, der da eingeschleust wurde als Undercover-Agent. Ist natürlich immer ganz cool, undercover zu sein, aber wir müssen halt jetzt mit ansehen, wie diese ganzen Menschen hier getötet werden. Das ist, wir sind im Moskauer Flughafen und ja, das ist ziemlich bekloppt gemacht von der Story. Das soll so aussehen, als seien wir Amerikaner und damit so einen Krieg halt anzuzetteln, die halt hier Terroristenanschlag machen. Man sieht, das sieht man doch, dass wir keine Amerikaner sind, Leute. Ich meine, das ist mal eine ziemlich dumme Idee, die Infinity Wars da hatte. Total beschissen, das würde nie im Leben funktionieren, aber es ist halt so. Kann man ja machen, so als Grund, aber es ist total bescheuert, weil wir müssen uns das jetzt hier mit ansehen, wie diese alle, das ist halt, ich finde es ja nicht, das Schlimme an dem Level finde ich nicht, dass jetzt diese Menschen hier erschossen wurden, das hätte man nur anders inszenieren sollen, das wird aber dermaßen kühl und teilnahmslos inszeniert, wir dürfen halt nur hinterherlaufen und müssen uns das ansehen, müssen uns über lauter Leichen latschen und hallo, das ist doch mal total bescheuert, ich meine, wir können nicht mehr auf die schießen, ne, da würde nämlich das Spiel jetzt aufhören. In der ungeschnittenen Fassung geht das eigentlich, glaube ich. Aber ich finde es nicht sinnvoll, dass wir nicht drauf schießen dürfen. Warum denn? Makarov müsste es doch merken, dass wir nichts machen. Einfach nur mal so. Oder dass wir nicht eingreifen können. Das Spiel könnte das einfach mal anders inszenieren. Es ist halt einfach teilnahmslos, müssen wir uns das mit ansehen. Ohne Meinung wird das gezeigt. Ohne irgendeine Ansicht. Und ich finde, deswegen macht das Ganze einfach nur überflüssig und nicht irgendwie so, dass es mich jetzt schockieren würde. Ja, das hat halt damals übelste Diskussion ausgelöst. Man kann diesen Level ja auch überspringen. Mich hat das Spiel das gar nicht gefragt. Egal. Das geht jetzt eine ganze Weile lang so. Dann müssen wir hinterherlaufen. Und, naja. Wäre eigentlich eine coole Multiplayer-Map, dieser Flughafen. Ich weiß gar nicht, ob die Multiplayer-Modus vorhanden ist, denn ich habe den nie gespielt in dem Spiel. Nur den aus dem ersten Teil, da war der noch richtig geil. Vielleicht packe ich das mal wieder aus für euch. Ich mache so eine X2 packt aus, Let's Play-Serie mit Bad Company 2. Da könnte ich vielleicht auch Modern Warfare 1 für euch mal wieder im Multiplayer spielen. Ist ja eigentlich ganz lustig. Und Teil 2 habe ich halt nie gespielt, weil mir das zu teuer war, auch mit dieser DLC-Politik. Im ersten Teil gab es ja noch Patches mit kostenlosen Karten und so. Jetzt verlangt da Infinity Wars ganz viel Geld und ja, jetzt müssen wir, das ist richtig makaber, guckt sich das einmal an, hier Leichenberge müssen einfach drüber laufen, das wird halt von Infinity Wars so dargestellt, das sei das ziemlich egal. Es ist halt einfach zynisch, viel zu zynisch gemacht und die ganzen Kids da in der jungen Generation, das ist ja diese Call of Duty-Generation, die sagt, oh geil, das ist voll geil, was hier passiert, aber ganz ehrlich, ey. Deswegen verstumpft Call of Duty auch so ein bisschen die Generation, finde ich. Das hat mich dann, ja, wegen diesem Level vor allem, hat mir Modern Warfare 2 so gar nicht zugesagt. Weil das ist einfach nur hohl. Das ist nicht das, was der erste Modern Warfare mir noch war. Das war noch richtig geil. Das war Kino-Action pur. Das war Emotionen. Und das hier ist einfach nur übertrieben. Es will einfach nur, es will nur schockieren. Es will Kontroverse machen. Es will, ja, es ist provokativ und sonst gar nichts. Und das ist einfach zu viel des Guten, ganz ehrlich. Jetzt dürfen wir aber endlich auch mal schießen, weil uns diese Cops jetzt hier kommen. Die haben halt nur lauter Schilder. Da hilft nur der Granatwerfer. Jetzt ist der Level wieder cool. Also durch den Flughafen, so unter den Flugzeugen durch, hier gegen Gegner mit Schilden, die wir von vorne gar nicht beschießen können, das finde ich cool gemacht. Aber ganz ehrlich, wen spielen wir denn überhaupt? Wir sind ein Undercover-Agent, toll. Vor uns haben wir noch jemand ganz anderes gespielt. Ganz am Anfang haben wir auch jemand anderes gespielt. Wir spielen schon innerhalb des dritten Levels. Die dritte Figur in diesem Spiel. Und ich habe immer... Und wenn da so schnell die Figuren hinterher wechseln, kannst du doch keine Identifikation einbauen. Im Vorgänger war es noch Soap. Und Soap war cool, okay. Nebenbei hat man noch den Private Jackson gespielt, der ist dann halt gestorben. Und jetzt spiele ich hier schon drei Leute und... Ja, toll. Was soll's?
Egal. Schießen wir uns mal hier durch diesen Flughafen durch. Ich bin sowieso nicht gerne an Flughäfen, da würde ich am liebsten gerne auch mit Granatwerfern rumschießen. Ja, wer ist schon gerne an Flughäfen? Ich kann es nur gar nicht, aber das Schlimmste an Flughäfen ist wirklich, es dauert 2 Stunden, bis ich dann endlich in meinem Flieger sitze, ne? Ich muss auch 2 Stunden vor dem Flug schon da sein, weil ich ja noch durch x komische Gepäckabgaben und was weiß ich noch, Security durch muss. Jedes Mal lange anstehen. Warum muss das so kompliziert sein? Warum kann das nicht hier am Bahnhof sein? Okay, es ist Sicherheit. Das ist auch wichtig, denn ansonsten würden ja solche Leute wie die hier einfach so reinkommen. Auch interessant, dass die einfach so mit den Waffen da durchkommen, ne? Ah, keine Granatwerfermunition mehr. Ah, da oben sind auch noch welche. In Modern Warfare sind die Gegner einfach überall. Einfach mal wohin schießen und du triffst sie auch. Billig auf die Schilder schießen geht natürlich nicht. Oh, ich bin richtig, richtig derbe verletzt. Ich schieße mir eine Granate da rein. Ah. Und auch noch so einer hier. Hey, hallo? Ich drücke Taste 4, passiert nichts. Dann halt die Taste. Ich habe noch Spezialgranaten, aber ich darf... Das war doch eine andere Taste jetzt. Hey, Leute. Nein. Spezialgranaten, ich habe die Taste für Spezialgranaten vergessen. Wisst ihr was? Dann sehen wir doch mal nach, was das für eine Taste ist. Im Vorgänger war es nämlich noch die Taste 3. 4. Spezialgranaten. Q. Ah, die Taste, mit der man in Battlefield spottet. Die Q-Taste ist ja ein Freund von mir, ein sehr guter Freund. Was hab ich denn eigentlich noch so einstecken hier? Alter, das ist doch viel besser. Zwingen wir sie in die Knie! Ja, bei so einem LMG-Beschuss hilft dann auch kein Schutzschild mehr. Das ist eine M240B, glaube ich. Eine Waffe, mit der ich Battlefield sehr oft spiele. Ja, man muss halt immer wieder diesen Vergleich bringen zwischen Battlefield und Call of Duty. Der hat sich da irgendwie durchgesetzt. Seit Battlefield 3 und Modern Warfare 3. Vorher wurden die ja nie so richtig verglichen, aber seitdem Battlefield 3 jetzt halt auch so ein Singleplayer hat, müssen beide ständig verglichen werden, obwohl das doch zwei völlig unterschiedliche Spiele sind, auch vor allem im Multiplayer. Im Singleplayer gleichen sie sich eigentlich wie einer den anderen. Auch wenn im Battlefield nicht alles explodieren muss. Oh, der war mal ganz blöd. Ich habe keine Splittergranaten mehr, das ist aber nicht gut. Wisst ihr, was ich mache hier? Nehmt mal her und... Wir sind alle geflasht, da können wir jetzt mal drauf schießen. Flugkruger. Coole Fluglinienname, ne? Flugkruger. Fliegen Sie mit Flugkruger. Immer ins Ziel. Victor, steh auf. Ja, wir sind nämlich Amerikaner angeblich. Die sehen ja auch so aus wie Amerikaner, auf jeden Fall. Sehr schlau gemacht von Makarov. Wie gesagt, Modern Warfare 2 glänzt nicht gerade mit der logischsten Story. Keine Ahnung, die Story im Vorgänger war noch so cool gemacht und hier mussten sie so einen Hirnriss draus machen, der ist noch schlimmer im dritten Teil. Also nee, schlimmer nicht, aber blasser. Hier haben sie es einfach übernommen, die Autoren. Das werden wir dann aber noch richtig sehen. Die Story wird noch viel, viel konfuser. Ah, hier haben wir Schutzschilder, aber ich glaube, die brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Wieder mal sagt uns das Spiel gar nicht, was das Ziel ist, aber wir haben ja das Massaker schon angerichtet. Wohin wollen wir denn da jetzt noch? Warum haben wir noch 30 Sekunden Zeit? Wie gesagt, also der Anfang von Modern Warfare 2 fand ich noch richtig geil, da war das auch nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht so einen Plan gab, wo wir sind. Jetzt, hier mit diesem Level fängt es dann wirklich an, wo ich denke, also irgendwie komisch. Anatoli. Ups. Und das war's auch mit uns. Ja, Makarov. Ja, Makarov hat uns anscheinend erkannt. Der hat erkannt, dass wir Amerikaner sind und hat uns das erstens zu seinem Nutzen gemacht, dass wir eine Mission mitmachen und jetzt schießt er uns kaltblütig. Toll. Und wer war denn? Es ist halt so, es interessiert mich überhaupt nicht. Mich packt das kein bisschen, dass wir jetzt gestorben sind, weil ich nicht wusste, wen wir gespielt haben. Es war eine Figur, die wurde gerade eingeführt, wir wussten nicht, wer es war. Wir haben den ein Level gespielt und jetzt wurden wir wieder erschossen. Toll. Toll. Also das ist nicht gut durchdacht. Wir werden das nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings,
Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Hier ist unser Ticket zu Makarov. Unser Ticket zu Makarov, das hatten wir eigentlich gerade, aber er ist natürlich jetzt abgehauen. Und dieser Rojas in Rio de Janeiro. Der weiß angeblich, wo er ist. Da war ich noch gar nicht in Brasilien, ne? Wäre ich eigentlich gerne mal. Ist eigentlich ziemlich cool hier in Rio de Janeiro mit den ganzen Slums und so. Perfekt für eine Ballerei. Cooler Level eigentlich. So für Action. Haben wir schon in Fast and Furious 5 gesehen, wie cool das sein kann. Ducken. Unser Fahrer, den hat's erwischt. Ganz schöne Schweinerei, die er hier angestellt hat. Die haben uns jetzt aufgespielt. Und McTavish läuft voraus. Der sieht richtig cool aus. Hab ich mir eigentlich anders vorgestellt, so Modern Warfare 1 wieder aussieht. Ist halt so ein Typ. Finde ich cool, dass man den jetzt so vor sich herlaufen sieht, das vorgesetzt. Da entwickelt er sich mal mehr als Figur. Wir sind in Rio. Und jetzt ist hier richtiges Chaos. Ist aber down in so einem Land, glaube ich. Also in der Stadt. Das... Riesenstadt mit Riesenslums und allem. Ich will hier nichts sagen, was politisch nicht stimmen würde. Das ist so das, was ich bisher... ich hätte nicht töten dürfen. Ja, wenn der so schwach ist und gleich stirbt von den paar Schüssen, meine Güte. Wir sind doch harte Jungs. Ja, lass mich mal durch hier, du Kunde. Aber das hier haben wir gar nicht angestellt, dieses Chaos hier. Wir haben jetzt ja nur ein bisschen uns auf das aufmerksam gemacht, deswegen ist doch hier nicht so eine Schweinerei auf der Straße los, oder? Also hier sieht schon fast wie Apokalypse aus, ganz ehrlich. Naja. Kleiner Hinterhof. So. Genau, jetzt kann er nicht mehr wegrennen. Das wird einige Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Meat und Royce durchs Elendsviertel und suchen Sie nach Rocha. Recht harter Schnitt. Kann man noch so einstecken, das muss man ja mal überprüfen. Der Schroti! Oh, da sind die Slums. So sieht das immer aus, so auf dem Film und da oben. Ganz, es ist schon ein bisschen klischeehaft. So Establishing Shot, so eine Bitmap im Hintergrund mit der Statue, aber das ist nicht schlimm. Sieht eigentlich ganz schick aus. Jetzt landen wir mitten in den Slums. Das ist, ich glaube, das ist echt so ein Rio. Ich kann es nicht sagen, ob das wirklich so ist, aber mitten aus der Großstadt hinein in den Dreckslum. Ach, das ist ein Gegner. Der Level ist mir noch in Erinnerung geblieben, weil hier sind die Gegner, die machen so die Fenster auf und hat die alle um sich rum. Ah. Hau ab. Boah, wenn man jetzt verletzt ist, das Spiel teilt das jetzt einem noch viel deutlicher mit als im Vorgänger. Da war nur der Rand rot. Jetzt wird das ganze Spiel rot und es kommt so ein Schriftzug, sie sind verletzt und noch so ein Soundeffekt. Und das ist mal so richtig unübersichtlich hier, weil Feinde von allen Seiten. Ist aber ein cooler Level, der ist gar nicht so linear. Man hat ja sondern das ganze Viertel hier um sich und man kann ja sich entscheiden, wo man jetzt langläuft. Ist aber eigentlich egal, weil die Gegner eh überall sind. Ah, ein Checkpoint. Ich liebe Checkpoints. Ich glaube, das Schrot ist gar nicht so sinnlos hier. Moin. So. Noch ein Checkpoint. Ah, das Spiel ist ganz schön fair mit Checkpoints. Im ersten Teil des Spiels noch eine Weile gewartet, bis es uns eingegönnt hätte. Ziel ist, kämpfen Sie sich im Elendsviertel vor und fangen Sie Riojas. Rioja, da muss ich an einen guten Wein denken. Rioja-Wein. Es ist so Tempranillo aus der Rioja-Region. Es ist aber nicht brasilianisch, sondern spanisch. Das ist so eine spanische Weingegend, der guter Tempranillo gemacht wird. Und das ist so mein Lieblingswein. Ja, der Alex hier, ne, der spielt nicht nur harte Spiele, der kann auch ganz anderes, der kann auch Wein genießen. Das hat ein bisschen gedauert, bis er hier gestorben ist. Ne?
Und der andere ist gleich hingeklatscht.